Hallo meine lieben Freunde, ich bin die Dela und wir machen heute wieder mal ein lustiges Dela-Kochstudio. Deswegen sitze ich hier. Wir müssen nur noch einen Moment warten, bis eine Technik auch mit mir spielen will. Deshalb sehe ich euch auch augenblicklich noch nicht im Chat, falls ihr schon da seid. Keks. So gut. Das ist okay. Das ist okay. Okay. So. Ja, wie gesagt, hi. Mein Name ist Dela. Ich mache Quatsch in diesem Internet. Und wir wollen Mini-Burger machen. Mini-Burger heißt in meiner Welt, wir haben so lustige Hotdog-Brötchen, so Hotdog-Buns. Sind diese hier. Wir haben außerdem ein bisschen Salat, wie in dieser hier. Wir haben Käse. Wir haben Tomaten. Diese wundervollen, formschönen Hühnchen-Nuggets. Und die schmeißen wir jetzt auch gleich zuerst mal in die Heißluftfritteuse. Die Heißluftfritteuse, hallo ihr drei, es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Die Heißluftfritteuse nimmt uns jetzt einen großen Teil der Arbeit ab. Ich hoffe, es klingt nicht allzu viel im Hintergrund. Wir fangen damit an, dass wir jetzt dieses großartige Hotdog-Brötchen aufschneiden. Verfahren wir genauso. Ja, ich habe das Bild mit Absicht doppelt. Ich habe quasi eine Quer- und eine Längsversion, weil ich noch nicht weiß, ob ich im Laufe des Streams das Handy drehen muss und dann habt ihr beide Varianten. Weil beim letzten Dela-Kochstudio habe ich gemerkt, dass mein Bild auf dem Kopf stand und ich habe nicht so richtig verstanden, wieso. So, wir haben Ketchup und wir haben Knoblauchdressing.
dann beides öffnen. Das ging auch schon nicht schlecht. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen das Knoblauchdressing immer auf die untere Hälfte und den Ketchup auf die obere Hälfte. So aus. Damit haben wir die unteren Seiten auf jeden Fall schon mal fertig. Wir waschen den Salat mal eben kurz. Machen wir das. An die Unterhälfte des ganzen Dings mit Salat zu legen. Ich persönlich schneide die unteren Enden immer weg, aber das ist eine Geschmackssache. Mir ist allerdings wieder aufgefallen, ich habe bedauerlicherweise nur noch 4 Chicken Nuggets. Das ist ein wenig traurig, aber gut, das persönliche Dummheit habe ich einfach nicht anders besser geplant. Muss also reichen. Wir öffnen verteilen 5 Käse einer großflächigen Menge. Ihr seht, aktueller Stand ist das so. Gelegentlich mal draufdrücken, um es auch ein bisschen zu testen. So, weiter geht's, indem wir Tomaten. Warten generell auch sehr wichtig, sehr gut. Und dann ist es aufgekommen. Die Tomaten schneiden wir in kleine Scheibchen. Wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir ein bisschen mehr sehen können, oder? Seht ihr genug?
Wartet mal. Ja, das ist noch nicht. Unser super kleines Heimgerät, das ist dieses hier, das macht kleine Vampiras Gläser auf. Das funktioniert folgendermaßen. Ich mag, wenn Dinge funktionieren. Ich mag, wenn ich vorhin muss, wenn ich hier so auf dem Boden. So. Das ist die Reise ist auch noch ungefähr 4 Minuten. Das heißt, ich würde jetzt schon mal die Bürgerhälften helfen. Außerdem angeln wir uns jetzt schon mal zwei saure Gurkenscheiben heraus. Eine für den Koch. So, und dann können wir nämlich theoretisch auch schon mal anfangen, wieder ein kleines bisschen zusammenzuholen, solange die Tyson Füße ihre letzten Zugungen verliert. Das heißt, ich bringe jetzt die Wand wieder in den Pulver. Und hier sind das bei mir jetzt noch zwei Schäden da. Yeah.
So, dann die Salatpaste schon mal entsorgen. Das Piepsen ist das Signal der Heißluftfritteuse. Das ist auch sehr gut. Was wir jetzt tun ist, wir angeln uns einen Nugget jeweils, packen ihn jeweils auf unsere Burger. Hilft denn die Gurke? Ich glaube, die Tomaten gebe ich einfach so dazu. Das wird sonst nichts. Dann kommt oben drauf nochmal eine Schicht Käse. Ich das mal. Sollte ich noch da. Ja, Entschuldigung, ich habe es aus Versehen kaputt gemacht. So sieht jetzt aus. Kamera. Was wir jetzt tun, wir nehmen jetzt den Ketchup. Hier tun wir jetzt etwas Käse drauf. Sag mal, du hast doch mir wirklich keine Hobbys. Oh, du bist wirklich jeden Tag da. So. Mini-Burger gibt es. So. Es folgt der Ketchup. Wie wir wissen, ist Ketchup immer etwas hinterhältig. Deswegen etwas vorsichtiger sein. Alles gut. Ich hoffe, das Superschäfchen war wenigstens größer. So, dann packen wir einfach die Deckel, die ist oben drauf.
nehmen wir die Heißluftgrillsoße und werfen da noch Pommes rein. Weil man wünscht sich Pommes, also gibt es Pommes. Ich wundere mich auch, wie die. Ja, genau. Was? Welche Marke der Heißluftfritteuse habe ich? Ich habe eine hier, dieses Nano-Desi. Diese eigene Marke. Ich stelle mich nur gerade ein bisschen blöd an. Ketchup tun wir auch weg. Ne, Ketchup tun wir noch nicht weg. Da kommt noch ein kleiner Klecks jeweils auf die Teller. Dann tun wir den Ketchup weg. Wir nehmen unsere
unseren Arbeitsplatz auf. Das ist immer wichtig beim Kochen. Gleich parallel den ganzen Teil blau machen. Wir nehmen ein paar Kräuterlinge. Zeige ich euch die fertigen Würfel gleich. So sieht der jeweils angerichtete Teller aus. Und da kommen jetzt gleich noch die Pommes dazu. Gut, das soll es eigentlich auch an der Stelle gewesen sein, weil wir sonst jetzt noch 17 Minuten auf die Heißluftfritteuse warten und das brauchen wir ja nicht unbedingt. Und ich würde euch dann einfach ein fertiges Bild nochmal schicken oder twittern halt, wenn das Ganze fertig ist. Bis dahin, es war mir eine Ehre für euch und mit euch zu kochen. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss, eure Dela.